Bevor ich das Schriftwort lese aus Psalm 15, möchte ich mit euch noch etwas Organisatorisches besprechen. Und zwar ist es ja so, dass wir nun schon seit einigen Jahren die Lagerversammlung hier haben und einige Dinge sind schon jetzt gewöhnt. Aber als wir am Anfang standen und auch vor der Frage, wie soll eigentlich die Lagerversammlung bezahlt werden, denn wir bezahlen ja nun hier für den Raum, die ganze Räumlichkeit, dann für die Unterkunft, für die Verpflegung und auch andere Kosten entstehen noch, dann hat uns das wirklich mit den Brüdern und Schwestern, die sich daran beteiligt haben, eine ganze Zeit beschäftigt. Wie gehen wir richtig um mit dieser Frage? Und wir sind letztendlich, haben wir so empfunden, einen Weg zu gehen, dass wir einen Teil der Kosten als diese Teilnahmegebühren berechnen und dass wir auf der anderen Seite das, was darüber hinausgeht, ja, der Leitung Gottes anbefehlen, dass er Geschwister ermutigen möchte, doch sich an diesen Kosten zu beteiligen, eine Spende dafür zu geben, sodass wir das bezahlen können. Im Laufe der Zeit ist es so, dass wir die Kinder auch rausgenommen haben aus der Berechnung und auch die jungen Leute, die noch kein Einkommen haben. Und so ist es, dass wir ungefähr 60% der Kosten gedeckt bekommen durch die Teilnahmegebühr und 40% sind eigentlich noch offen, wenn wir jetzt hier zusammenkommen. Und das ist sozusagen ein Schritt, den wir im Glauben tun, weil wir davon ausgehen, dass Gott dafür Sorge trägt, dass auch die Kosten getragen werden. Und so haben wir das empfunden, dass wir das euch nochmal so erklären, dass jeder weiß, wie diese, auch die finanzielle Seite dieser Versammlung ist. Und wenn ihr empfindet, dass Gott euch die Kraft oder die finanziellen Möglichkeiten gegeben hat, etwas mehr zu übernehmen, dann besteht die Möglichkeit, dass ihr das in den Opferkasten tut oder auch eine Überweisung macht. Bei einer Überweisung können wir euch auch eine entsprechende Spendenbescheinigung ausstellen. Aber dass dann auch die Kosten gedeckt werden und der Herr wird sicherlich seinen Segen dazu geben. Es heißt ja in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last. Und so können diejenigen, die finanziell etwas stärker sind, auch da mithelfen, wo Geschwister sind, auch junge Menschen sind, die sonst nicht hier sein könnten, aber dass es ihnen möglich ist. Und wenn wir uns so leiten lassen vom Geist Gottes, denke, dann wird es für uns alle zum Segen sein. So, lasst uns jetzt zusammen das Schriftwort lesen aus Psalm 15. Wir lesen den ganzen Psalm, ein Psalm von David. Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge? Wer ohne Tadel einhergeht und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinem Nächsten kein Arges tut und seinen Nächsten nicht schmäht, wer die Gottlosen für nichts achtet, sondern ehrt die Gottesfürchtigen, wer sich selbst zum Schaden schwört und hält es, wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, der wird wohl bleiben. So wollen wir doch zusammen beten. Lass uns aufstehen und frei sein und Gott anbeten. Herr unser Gott, ich danke dir, dass wir hier auf dieser Lagerversammlung sein dürfen, dass du es möglich gemacht hast. Du hast uns auch das Verlangen dazu geschenkt, die Freudigkeit. Ach Herr, und du hast uns eingeladen, damit wir an deinem Tisch Platz nehmen. Und du willst uns von den reichen Gütern deines Hauses die Fülle geben. Und darum hab herzlichen Dank
Ach mein Gott, lass auch diesen heutigen Nachmittag eine besondere Zeit sein in deiner Gegenwart. Gebrauche doch deinen Boten in der Verkündigung des Wortes und stärke unsere Herzen, ermutige uns und gib das, was wir brauchen. Mein Gott, du kennst doch unsere Bedürfnisse besser, als wir sie selber kennen. Darum gib uns nach dem, was dir wohlgefällt. Halt alles Störende fern, mein Gott, und lass unsere Aufmerksamkeit auf dich gerichtet sein. Segne auch alle Lieben, die den Livestream mitverfolgen. Du wollest sie auch zu Hause segnen oder wo sie immer sind und ihnen viel Gnade geben. Deinem Namen gebührt Ehre und Anbetung für alles. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder. Als erstes möchte ich Grüße abgeben. Mir wurden Grüße übermittelt von Natascha und Igor aus der Ukraine. Einigen oder vielen sind sie ja bekannt. Meine Frau und ich waren ja in Südamerika gewesen, durften auch dabei Geschwister Günther in Argentinien besuchen und an dem Sonntaggottesdienst teilnehmen. Der Bruder Günther sagt, mein Vater hat so gesagt, grüß alle, die nach mir fragen. Und wenn ihr auch nicht gefragt habt, so habe ich doch die Grüße hier weiter übermittelt. In Oberrhein, Argentinien, soll demnächst ein Bibelkurs in Spanisch stattfinden. Es sollen auch die Brüder aus Bolivien oder anderen Ländern, auch Bruder Enz, dort anwesend sein und mithelfen. Wollen wir auch dafür beten, dass Gott diese Tage segnet. Das Nachmittagsthema ist dem Thema des Vormittags sehr ähnlich. Ein wenig kürzer ist es, aber wenn auch manche oder da und dort eine Wiederholung auftritt, so befestigt uns das ja nur. Und ich beziehe mich eben auf diesem Leitwort, das hinter uns angebracht ist, Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Meine Überschrift lautet, siehe, ich stehe vor der Tür. Wir haben hier das Sendschreiben an Laodicea vor uns. Und es wurde circa 96 nach Christus geschrieben. Als Bibelleser hoffe ich zu wissen, dass als der Brief an die Kolosser geschrieben wurde, auch zu der Zeit eine Gemeinde in Laodicea bestand. Kolosser 4, Vers 16 spricht davon. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so schaffet, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen wird und dass ihr den von Laodicea leset. Als der Brief an die Kolosser geschrieben wurde, schrieb man ungefähr das Jahr 64 nach Christus. Folglich hatte Laodicea vor 34 Jahren einen ganz guten geistlichen Stand. Denn wenn der Brief dort auch gelesen werden sollte, dann wollen wir mal einige Gedanken aus dem Kolosserbrief entnehmen. Und da heißt es zum Beispiel gleich am Anfang, wie Paulus für die Gemeinde dankt. Kolosser 1, die ersten drei Verse. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Bruder Timotheus, den Heiligen zu Kolossä und den gläubigen Brüdern in Christo. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesu Christi und beten alle Zeit für euch. Also das Herz des Paulus war mit Dankbarkeit, mit Freude erfüllt, darüber, wie der Glaube auch da zu Laodicea wuchs und zunahm. Im gleichen Kapitel heißt es in Vers 9,
derhalben auch wir von dem Tage an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verständnis. Und auch das möchte ich auf Laodicea beziehen, dass auch hier die Fürbitte des Paulus so lautete, dass sie doch mehr geistliche Weisheit bekommen mögen, mehr Kenntnis, was ist dein Wille, Gott, was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun. Und ihr Lebenselement war Christus. Wir hörten heute Morgen bereits sehr viel davon, denn es heißt in Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Welch ein herrlicher, welch ein gesegneter Stand war zur damaligen Zeit vorhanden. Es waren auserwählte Heilige, an denen Paulus seine Freude hatte, in Kolossä wie auch in Laodicea. Nehmen wir mal noch Ephesus dazu, an Ephesus erging ja das erste Sendschreiben, von der es heißt, du hast die erste Liebe verlassen. Die Gemeinde zu Ephesus erhielt den Brief von Paulus ungefähr 35 Jahre vor den Sendschreiben aus der Offenbarung. Sie hatten damals einen guten geistlichen Stand gehabt. Und damit will ich nur zeigen, in 35 oder runden wir auf, 40 Jahren kann innerhalb einer Gemeinde sehr viel geschehen. Ist auch in der Gemeinde zu Laodicea sehr viel geschehen. Frage dich mal selbst oder lese mal die Kirchengeschichte oder betrachte Missionswerke oder einzelne Gemeinden, welche geistlichen Stellung sie einmal einnahmen und wie sie sich verändert haben. Kann nach 40 Jahren sein, nach 100 Jahren. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie sieht es heute aus? Steht man da, wo Gott einen oder Jesus Christus uns haben möchte? Und während wir die Botschaft hören, können wir als Gemeinden oder im persönlichen Leben rückblickende Vergleiche ziehen. Du magst dich persönlich auch vor 40 Jahren einmal bekehrt haben. Du hast einen gesegneten Stand eingenommen. Dein Leben war verborgen in Gott. Du warst freudig, hast Gott von ganzem Herzen gedient. Doch die Frage lautet, wie sieht es heute aus? 35 oder 40 Jahre später. Jemand sagte vor kurzem zu mir, ich habe die und die christliche Benennung verlassen, weil sie jetzt mit den Jahren den Fernseher tolerieren innerhalb der Gemeinde, also nichts mehr dagegen gesagt wird. Und ich habe schon so empfunden, er meint es wirklich aufrichtig, will heilig und rein leben vor Gott, sich nicht verunreinigen. Das war oder ist sein Begehren. Unser Thema lautet, siehe, ich stehe vor der Tür. Indem der Herr sagt, siehe, dann will er damit sagen, schaue doch, betrachte doch meine Mühe, die ich mit dir habe. Es ist ein Aufruf zur genauen Betrachtung. Du Gemeinde zu Laodicea, du Ältester, du Engel der Gemeinde, so lautet ja die Anrede, betrachte doch heute deinen geistlichen Stand. Dein Gebetsleben, deine Einstellung, deine Gesinnung, deine Auffassung, deine Art und Weise der Gemeindearbeit und andere Dinge mehr, betrachte es doch mal, schaue doch, wie es jetzt zugeht. Und Christus will sagen, mit diesem Brief weißt du jetzt alles, was ich beanstande,
Und wir stellen auch fest, das sind keine großen, langen Briefe, kurze Briefe und in wenigen Worten alles Nötige gesagt, dass jede Gemeinde für sich Bescheid wusste, da mangelt es, da ist es nicht in Ordnung oder da ist es gut in Ordnung, wie in Smyrna. So hat also auch hier der Jesus mit wenigen Worten das beanstandet, worum es ging. Christus möchte doch bei jedem einzelnen Kind Gottes, da wo es lau geworden ist, wo man abgewichen ist, dass es wieder so wird, wie es am Anfang nach der Bekehrung war. Das Gleiche möchte Christus mit jeder Gemeinde so sehen, wo es nicht mehr so ist, wie es einmal war. Wir können ja da mal annehmen, dass auch in Laodicea alte Geschwister waren, vielleicht 60, 70, 80-jährig alt. Und dann kannten sie ja auch den Brief, den damals Paulus an die Gemeinde zu Laodicea schrieb, oder wenn der Brief von Kolossee dort vorgelesen wurde, den kannten sie auch. Sie kannten die Arbeitsweise des Paulus, die Arbeitsweise der anderen Apostel oder auch Propheten und Mitarbeiter. Und wir können annehmen, dass der ein oder andere Bruder oder vielleicht auch Schwester dann und wann mal zu dem Ältesten der Gemeinde gesagt haben, aber Bruder, das ist ein falscher Weg. Das ist nicht mehr das, was wir kennengelernt haben, wo wir die Wahrheit erkannt haben, wo wir uns zum Herrn bekannt haben. Das weicht ab schon mehr und mehr. Bedenke das doch mal. Pass auf, geh nicht mehr diesen Weg weiter. Aber da war kein Reden. Der Mann hat so weitergearbeitet, wie es so seine Gesinnung war und hatte vielleicht noch einige Reiche aus der Gemeinde, denn die Gemeinde war sehr reich, noch um sich gehabt, die finanziell das Werk gut unterstützt haben, und solchen muss man ja vielleicht mehr Gehör schenken als den anderen oder Alten, die da auch vielleicht nicht mehr so opfern, ich sage es jetzt mal so, dass man das so annehmen könnte. Und wie mögen denn die kleinen asiatischen Gemeinden zusammengearbeitet haben? Wir haben regelmäßig Besprechungen und wir können doch auch davon ausgehen, dass die Gemeinden auch oder die Ältesten dann und wann auch mal zusammenkamen und das eine und andere besprachen, vielleicht auch zwei- oder dreimal unter sich. Und dann lesen wir ja von der Gemeinde zu Smyrna in Offenbarung 2, Vers 8, und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, was sagt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerungen von denen, die da sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind des Satanas Schule. Was fällt uns auf, wenn wir das jetzt mit Laodicea vergleichen? Christus sagt, ich weiß deine Armut, aber du bist reich, du bist geistlich reich. Du hast noch das, was jede Gemeinde haben sollte. Und Laodicea, sie war äußerlich reich. Und ihr fehlte gerade der innere Reichtum. Genau umgekehrt im Vergleich zu Smyrna. Und dann stelle ich mir so vor, ob der Älteste von Smyrna nicht manchmal dem Ältesten von Laodicea auch gesagt hat, hör mal, Bruder, hier sind Mängel, da sind Mängel, möchtest du da nicht mal anders arbeiten oder das mal endlich abstellen, das kann so nicht gut weitergehen, das ist nicht mehr der Weg, den wir doch auch, in dem wir unterwiesen worden sind. Aber falls das so gewesen sein mag, es hat nicht gefruchtet. Es lief so weiter. Und der Herr Jesus, er hat jetzt auch dieses Wort an Laodicea gerichtet und hat auch jeder Gemeinde, die nicht recht stand, die Wahl gelassen. Jede Gemeinde hatte die Alternative, Buße zu tun, zu dem alten ursprünglichen Stand zurückzukehren, oder in dem abgefallenen,
leichtfertigen Stand zu bleiben und weiterzugehen. Auch deine persönliche Wahl entscheidet über dein ewiges Wohl und Wehe für die Zukunft. Und betrachte doch mal jetzt deinen persönlichen Zustand. Nicht selten kehrt mit den Jahren Oberflächlichkeit oder auch Lauheit ein. Und dementsprechend erfolgt dann auch die Selbstprüfung. Sie ist oberflächlich und man sagt sich selbst, ja, ich habe mich doch bekehrt. Oder ich singe doch auch im Chor. Vielleicht hast du auch noch ein Amt in der Gemeinde. Aber wenn der Herr Jesus, der Wahrhaftige, etwas auszusetzen hat, dann hilft das alles nichts, um selig zu werden. Und wie ist das Zeugnis deiner Mitgeschwister? Nun, wenn mich jemand fragt, wie ist der Bruder oder die Schwester, dann werde ich ja aufgefordert, ein Zeugnis auszustellen, so wie ich die betreffende Person erlebe, erfahren habe und wie ich weiß, ob sie betet, ob sie mitarbeitet fleißig. Aber dann haben wir ja auch noch das Wort Zeugnis, in dem jemand öffentlich davon zeugt, was der Herr in seinem Leben getan hat. Das ist jetzt ein kleiner Gedankensprung. Aber wer immer öffentlich ein Zeugnis sagt, dessen Leben sollte doch mit Gottes Wort übereinstimmen. Und ein Zeugnis ist ja ein Bericht über das, was kürzlich ich persönlich mit dem Herrn erfahren habe. Das ist das rechte Zeugnis, wenn wir ein Zeugnis ablegen. Und wie schön ist es, wenn dann ein Bruder oder eine Schwester ein Zeugnis ablegt und dahinter ein stilles, sichtbares, lebendiges Zeugnis mit dem Leben steht. Der Wandel ist in Christo verborgen. Er ist ein Segen, wo er auch hinkommt. Wie ist dein Zeugnis von deinen Mitmenschen und Mitgeschwistern? Mahatma Gandhi soll mal gesagt haben, ich mag euren Christus, ich mag nur eure Christen nicht. Eure Christen sind ganz anders als euer Christus. Und wir kennen ja auch das Wort, dein Wandel spricht lauter als deine Worte. Andere mögen dich durchaus loben und du denkst auch gut von dir. Das war bei Laodicea auch so. Und wie schlimm war dieser Zustand, diese falsche, gute Selbstbeurteilung, die sie bei sich hatten. Ausschlaggebend ist ja immer wieder die Beurteilung des wahrhaftigen Zeugen. Und was Christus bezeugt, so lesen wir ja auch hier, das weicht manchmal ganz erheblich ab von dem, was der Mensch von sich denkt. Und deshalb sollte jedes Kind Gottes, jeder Mensch mit sich aufrichtig sein. Psalm 139, hier ist David, der König und Prophet und der Mann, der, wo es nötig war, sich auch vor dem Herrn demütigte. Er war nicht so stolz und sagte, ich bin König, ich brauche mich nicht vor Gott demütigen. Nein, er war ein Freund Gottes und dieser sagt, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Psalm 139, Vers 23 und 24. Ich stehe vor der Tür. Ja, wer ist ich? Ruft man manchmal jemanden an und der andere sagt, ich bin's. Naja, ist ja schön, dass du das bist. Aber wer bist du, wenn jetzt manchmal Mutter und Tochter die gleiche Stimme haben, das ist manchmal auch Sohn und Vater, dann habe ich schon mal nachgefragt, ja, wer bist du jetzt? Bist du, wenn er sich mit Nachnamen meldet, bist du jetzt der Vater oder der Sohn? Na, ich bin der Sohn. Na ja, gut, sag ich, dann weiß ich ja Bescheid. Und dann wissen wir, mit wem wir da sprechen. Christus stellte sich ja gleich in Vers 14 vor. Und der Engel und dem Engel der Gemeinde zu Laodicea schreibe, das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes.
das ist Christus. Er ist der Anfang und der Ursprung aller Dinge, der da war und der da ist und der da sein wird, das ist Christus. Ich, das ist der Sohn Gottes, dein und mein Versöhner, der uns mit seinem Blut versöhnt hat. Ich, das ist der Heiland, der Retter und Helfer der Welt. Und er wollte hier der Gemeinde helfen. Er wollte sie wieder dahin bringen, wo sie einmal gewesen waren. Und so sagt der Herr, ich stehe vor der Tür. Wir hörten bereits, der Herr, er stand draußen vor der Tür. Und der Herr Jesus selbst, er drängt sich niemanden auf. Manche Menschen sind in ihrer Art manchmal sehr aufdringlich, besonders wenn sie vielleicht was verkaufen wollen, wird man sie kaum los. Das finden wir bei unserem Herrn Jesu nicht. Er sagt und erwähnt die Tatsachen, wie steht, wie es ist, ob es gut oder nicht gut ist. Und dann überlässt er die Entscheidung einem jeden persönlich. Kein aufdringliches Wesen ist bei ihm zu finden. Denn er selbst sagt ja zum Schluss der Offenbarung, im letzten Kapitel, da heißt es in Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, da hat diese Lehre der Vorherbestimmung keinen Platz, wo man sagt, ja, Gott bestimmt schon vorher oder legt vorher fest, der wird selig, der wird nicht selig und so weiter. Hier heißt es ganz klar, wer da will, der komme. Niemand wird gezwungen, niemand wird gedrängelt, zum Herrn zu kommen. Also früher hatte die Gemeinde in Laodicea einen guten Stand eingenommen und früher hatte der Herr Jesus seinen Platz mitten in der Gemeinde, aber jetzt Gott oder Christus sah den abgefallenen Zustand der Gemeinde. Gott beschäftigt sich mit der ganzen Gemeinde und wie sie vor ihm nicht mehr, wenn sie auch vor ihm nicht mehr einen wohlgefälligen Stand einnimmt. Gott schaut nicht gleichgültig in unseren Gottesdiensten hinein. Dessen wollen wir uns auch immer wieder bewusst sein. Das hat er ja hier bei den Sendschreiben auch nicht getan, sondern er wusste, wie es in jeder Gemeinde steht und deshalb die Mahnungen, deshalb die Briefe, die schreiben. Gott hat reges Interesse an das Wohl und Wehe eines jeden Einzelnen und Gott hat reges Interesse an das Wohl und Wehe jeder Gemeinde. Überall da, wo sich Gottes Volk in Wahrheit versammelt. Es ist auch im natürlichen Leben so, dass manche Menschen die Tür nicht öffnen. Heutzutage gibt es ja auch oft schon Kameras, dann können die Bewohner der Wohnung sehen, wer ist das, öffne ich die Tür oder nicht. Früher habe ich Strom- und Gaszähler abgelesen, vor Jahrzehnten, und dann war in einem Haus, ich glaube sogar so ein LKW-Spiegel, der war so zum Fenster geneigt und da konnte jemand aus der Küche oder wo, welches Zimmer das war, gut sehen, wer draußen vor der Tür stand. Und man konnte dann entscheiden, lasse ich denjenigen rein oder nicht. Dann las ich einmal Stromzähler ab und dann war da ein sehr vornehmes, teures Haus und die Frau verlangte meinen Betriebsausweis. Ich habe ihn rausgeholt, durch den Briefkasten gereicht, sie gab mir den wieder zurück. Oder durch den Briefschlitz, aber sie ließ mich trotzdem nicht rein. Kommen Sie wieder, wenn mein Mann wieder da ist. Naja, dann hatte ich zusätzliche Wege gehabt bei solchen Entscheidungen. Wenn man die Tür nicht öffnete, musste ich dann am Nachmittag oder irgendwann nochmal vorbeilaufen, um den Stromzähler ablesen zu können. So handeln aber auch viele Menschen. Sie schauen sich das Christentum an, und der Herr spricht zu ihnen, bekehre dich, aber sie lassen den Herrn nicht gleich ein. So in der
Gesinnung, irgendwann noch, doch nochmal will ich mich ja bekehren, aber nicht jetzt. Jetzt lasse ich den Herrn Jesus nicht in mein Herz hinein. Doch was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt heute, so ihr seine Stimme höret, nicht morgen oder übermorgen. Aber in dieser Weise, wenn Gott redet, so handeln auch Menschen, die einmal Erlösung besaßen. Ihr derzeitiges Handeln und Tun beweist, da ist irgendwas krank in der Seele. Da ist irgendetwas nicht mehr in Ordnung, obwohl sie meinen, und sie mögen ja auch Erlösung erlangt haben vor Jahrzehnten, aber ihr Tun entspricht nicht dem Worte Gottes. Und aus Erfahrung weiß ich, man kann wiederholt auf ihren Zustand hinweisen, sie ansprechen, da ist doch was nicht in Ordnung oder wende dich doch zum Herrn. Aber trotzdem öffnen sie die Herzenstür nicht. Und wie ist dann die Folge? Davon lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 13. Wir wollen das mal aufschlagen, ab Vers 25. Lukas 13, die Verse 25 bis 27. Von dem an, wenn der Hauswirt aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, so werdet ihr dann anfangen, draußen zu stehen und an die Tür klopfen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und er wird antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. So werdet ihr dann anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf den Gassen hast du uns gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht, wo ihr her seid, weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und jetzt haben wir ja auch vom Klopfen gehört. Und wer ist das, die da jetzt klopften? Herr Jesus, mach uns auf. Es sind eben diejenigen, die vorher auf das Klopfen des Herrn Jesus nicht reagierten, nicht öffneten. Und so haben wir in beiden Worten hier dieses Ereignis, dass man doch klopft, dass man wo rein will, aber der Jesus sagt, und die Tür ward verschlossen, kein Einkommen mehr. Du kannst klopfen, du kannst sagen, Herr Jesus, ich habe doch in deinem Namen dieses und jenes und das noch getan. Und der Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Ja, da waren gute Werke, aber das Beste fehlte, das Seelenheil, die Erlösung, die Heilsgewissheit, die war bei dir nicht vorhanden. Und dann und wann klopfte ich bei dir und du hast nicht geöffnet. Jetzt klopfst du und ich öffne keinem mehr. Es ist zu spät. So lehrt uns doch hier das Wort. Und ich weiß, es ist schon passiert, einmal auf einem Parkplatz, wo jemand nicht zeitig runterfuhr, dann war das Tor verschlossen, irgendwie ist er dann noch runtergekommen, dann war eine junge Mutter im Parkhaus und sie hatte nicht Acht gehabt, dass das Parkhaus irgendwann schließt. Naja, dann hat man noch gesprochen oder telefoniert und irgendwann kam man mit dem Auto dann doch wieder raus. Aber so ist es, wenn die Tür verschlossen ist und man auch da nicht Acht hat und das Auto vielleicht wo stehen hat, wo es jetzt abgeschlossen weiter steht. Aber wenn so ein Auto mal wo im Parkhaus stehen bleibt und man nicht zeitig erscheint und es nicht gleich bekommt, das sind ja nur zeitliche Hindernisse. Wenn es gut geht, kann man das abends noch regeln. Wenn es nicht gut geht, kommt man am nächsten Tag hin und holt sein Auto. Diese Hindernisse kann man überwinden, das Problem beheben. Aber höre doch gut zu. Heute geht es nicht um zeitliche Dinge. Heute geht es in diesem Wort um deine Seele und um die lange, lange Ewigkeit. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Öffne doch, bevor du klopfst und dir dann nicht aufgetan wird. Und deshalb gibt auch der Herr Jesus einen Rat der Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 18. Ich rate dir,
dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust, und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Dass du Gold von mir kaufest, warum sagt Christus das? Laodicea soll eine der wohlhabendsten Städte Kleinasiens gewesen sein. Sie war wegen Goldgeschäfte berühmt, eine Goldstadt, Schmuckhandel wurde dort betrieben. Und dementsprechend war auch die Gemeinde äußerlich wohlreich gewesen. Im Materiellen hatten sie wohl Überfluss gehabt, mehr als genug. Aber da besteht dann immer die Gefahr der geistlichen Armut, wenn es dem Menschen zu gut geht. Das ist keine neuzeitliche Erscheinung. Das lesen wir schon im Buch Mose, im fünften Buch Mose, Kapitel 32. Es ist ja so ein anderes Bild gebraucht. Da aber Jesurun, also Israel, fett ward, ward er übermütig. Und der letzte Satz im Vers, er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Es geht einem ja gut, man hat äußerlich alles, man braucht nicht um Speise, um Nahrung, um Kleidung beten, man hat ja Geld, man kauft sich gerade alles so, wie man es haben möchte oder wie man die Dinge braucht. Aber der beste, auch der teuerste Schmuck, der deckt ja nicht die innere Armut zu, die eine Seele hat, wenn sie mit Gott nicht recht steht. Irdischer Reichtum lenkt viele Menschen von der Liebe zu Gott ab. Das ist so. Und manch einer hatte früher in seinem, sage ich mal, rein irdischen Stand, in seiner Begrenztheit, dass er nicht große Sprünge machen konnte mit seinem Geld, einen besseren geistlichen Stand gehabt, als jetzt, wo er vielleicht aus dem Vollen schöpfen kann und fast und sich viele Wünsche erfüllen kann. Aber jeder Wiedergeborene, er darf sich doch in Christo freuen und darf in ihm volle Genüge haben. Und wer in seinem Herrn Jesus alles hat, der streckt sich auch nicht nach äußerem Gold aus. Der schaut nach dem inneren Gold und will das haben. Als Israel sehr, sehr abgefallen ist, und wir finden ja schlimme Sünden in Hesekiel Kapitel 25, da steht aber auch, Hesekiel 23, da steht dann auch Vers 40 geschrieben, sie haben auch Boten geschickt nach Leuten, die aus fernen Landen kommen sollten. Und siehe, sie kamen. Und da sie kamen, badetest du dich und schminktest dich und schmücktest dich mit Geschmeide ihnen zu Ehren. Man legt also Schmuck an, den Menschen zu ehren. Gott braucht das nicht. Gott achtet vielmehr auf den inneren Schmuck. Und so empfiehlt er auch hier der Gemeinde, kaufe doch Gold von mir, das mit Feuer durchläutert ist. Und das ist ein Hinweis, dass man diesen lebendigen, wahren Glauben doch haben soll. Diesen Glauben, die Erlösung vom Herrn besorgen soll. Kaufe beim Herrn Gold, aber ohne mit Geld zu bezahlen. Das ist doch ein Vorrecht, denn das Heil gibt es beim Herrn Jesus umsonst. Du brauchst nichts dafür bezahlen, sondern darfst dich so zum Herrn nahen, wie du bist. Und von diesem Glauben schreibt Petrus im ersten Brief, Kapitel 1, die Verse 6 und 7. In derselben, also Trübsal, werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffend und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob,
Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus. Kaufe diesen Glauben von mir, kaufe das Heil, kaufe die Erlösung von mir. So lädt der Herr Jesus die Gemeinde zu Laodicea ein. Kaufe auch beim Herrn die weiße Kleider, Offenbarung 7, Vers 14, da heißt es, Entschuldigung, 7, Vers 14, und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal, und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das sind die Erlösten, die ihre Kleider hell gemacht haben. Denn an Laodicea gerichtet sagt der Herr, und kaufe auch weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Herrliche Kleider rein, so haben wir in dem Lied gesungen. Und zum Zeitpunkt des Sendschreibens, da besaßen sie diese Kleider nicht mehr. Mit den Jahren hatten sie, bildlich gesprochen, das hochzeitliche Kleid zerrissen oder gar verloren, wie auch immer. Sie besaßen es überhaupt nicht mehr. Und da zu der Zeit, 34 Jahre ungefähr vorher, da besaß die Gemeinde geistliche Reichtümer. Da war das weiße Kleid, die Heiligkeit des Herzens und des Lebens, Gnade, Demut und anderes mehr. Und nun sagt der Herr Jesus, kaufe diese weißen Kleider, besorge sie dir doch, so schnell wie möglich, komme doch. Manchmal ist es ja auch, dass man etwas kaufen will und man überlegt noch und denkt, naja, ich gucke noch mal woanders und wenn man hinkommt, ist das Teil weg, das man hätte gerne kaufen wollen. Aber heute noch darfst du dieses hochzeitliche Kleid erwerben. Weiter sagt der Jesus, kaufe Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Was sagt uns das? Die Gemeinde zu Laodicea hatte den Blick für die Wahrheit verloren und hatte sich nicht warnen lassen. Im Gegensatz zu Smyrna, da war der Blick, da konnte der Älteste auch noch unterscheiden, was richtig ist und nicht. Denn da heißt es, da kommen welche an, die sagen, sie seien Juden oder sie seien Kinder Gottes, Bekehrte, und sind's nicht, sondern sind des Satanas Schule. Ein harter Ausdruck, eine harte Bezeichnung, die wohl heute auch kaum jemand so benutzen würde. Aber der Herr Jesus sah doch, was in den Herzen der Menschen ist, die sich da ausgaben als Kinder Gottes. Und sie waren absolut keine Kinder Gottes gewesen. Also es war viel Formwesen in Laodicea. Vielleicht bekam man auch noch Lob von anderen Menschen, vielleicht noch von anderen Gemeinden. Aber in Tatsache waren sie so blind, dass der Herr Jesus sagt, kaufe doch Salbe. So wie es jetzt stand, konnten sie vor dem Herrn nicht bestehen. Und eben das Tragische war, sie sahen es einfach nicht. Sie haben es einfach nicht erkannt. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Du weißt gar nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. So groß war der Unterschied zwischen der Beurteilung des Wahrhaftigen und der Beurteilung der abgefallenen oder gefallenen Gemeinde, dass sie den Unterschied gar nicht sahen oder ihre Not nicht sahen. Sie waren in einem erbärmlichen Zustand, arm, blind und bloß, so beschreiben wir doch vielleicht mal einen Bettler, der da wo am Straßenrand bettelt und vielleicht noch blind dazu ist. Aber so arm war die Gemeinde, geistlich bettelarm. Und wer auf geistlichem Gebiet blind ist, der meint richtig zu sehen, aber ist tatsächlich blind. Er erkennt die Nöte nicht mehr, die Problematik erkennt er nicht mehr. Und
es braucht dann schon viel Gnade, dass man wieder in den alten Zustand hineinkommt. Und dann sagt der Herr ja auch weiter und spricht ja auch von der Augensalbe, die sie doch, und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn das ist ja auch ein Hinweis, diese Salbe auf den Heiligen Geist, wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als ein zweites Werk der Gnade Gottes verwirft oder noch dagegen ankämpft, der wird nie die Salbung erfahren, von dem wir auch in dem ersten Johannesbrief lesen, in Kapitel 2, wollen wir dann mal aufschlagen, 1. Johannesbrief 2, Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Vers 27, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. Ja, so können wir fragen, was war denn jetzt der Fehler bei Laodicea? Ganz einfach, sie waren nicht bei der Salbung, nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes geblieben. Und Johannes sagt, wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. Ist das nicht auch die Not der heutigen Zeit? gegenüber gewisser Lehrpunkte und Wahrheiten, dass man einfach hingeht, ich sehe das aber anders. Und man bleibt nicht bei der Salbung, bei der Wahrheit, bei der Lehre. Und wer die Lehre auch speziell über die Heiligung einmal glaubt und jetzt verwirft, der gerät unweigerlich in immer tieferen Irrtum hinein. Und man weiß nicht, wie es enden wird. Clark sagt hier zu Vers 20 im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. Da sagt er, der Vers sollte daher übersetzt werden, ihr habt eine Salbe vom Heiligen und ihr kennt oder erkennt jeden Menschen. Denn nachher ist ja auch von Verführern die Rede, und die Salbung, sie lehrt uns auch zu erkennen, wie es mit dem anderen steht, dass man die Verführer erkennt, nach Vers 26. Und ohne diese Salbung sollte ja auch niemand ein geistliches Amt bekleiden. Das ist Voraussetzung, bevor ein Bruder oder eine Schwester auch eine geistliche Tätigkeit im Reiche Gottes aufnimmt. Und eben diese Salbe, die Leitung des Heiligen Geistes, war auch in Laodicea verloren gegangen. Es beruhte jetzt auf menschlichem Wirken, auf menschlichen Entscheidungen, auf menschlichen Gutdünken, und von der Salbung des Heiligen Geistes war keine Rede mehr. Deshalb ging es so bergab mit der Gemeinde. Nur beim Herrn kannst du kaufen, was deiner Seele nötig ist. Und wo man nicht mehr so mit Ernst an dem Herrn festhält, da hat man ja auch andere Dinge, wo man manchmal hinschaut, womit man sich beschäftigt. Über einen Fußballverein gibt es folgenden Text: Du Sinn unseres Lebens, was kannst denn Schöneres geben? Da gibt es verschiedene Texte, hatte ich danach gelesen, über die da Menschen gedichtet haben. Und ich glaube, das hat schon manchmal seine Richtigkeit, wenn auch die Presse von einem Fußballgott schon manchmal schrieb. Und da sind so Gedanken, da brauchst du nur Christus einsetzen und das sind gute Gedanken in diesen Dichtreimen oder in diesen Versen, die da bezüglich eines Fußballvereins niedergeschrieben wurden. Kann man denn auch Christus über alles lieben und gleichzeitig ein überaus großer Fußballbegeisterter sein? Ja, wir können generell auch hier sagen, kaufe beim Herrn Augensalbe. Wer irgendetwas mehr liebt,
als den Herrn? Ist es nicht wert, sein Jünger zu sein? So hat es der Herr Jesus selbst gesagt. Und da kann sich jeder selbst unterstellen und fragen, wohin zieht denn meine größte Liebe? Was beschäftigt mich zu sehr? Wie ist es mit den ganzen elektronischen Mitteln? Wie viel Zeit nehmen sie oder rauben sie in deinem persönlichen Leben die Zeit, die du für wertvollere oder auch für den Herrn verbringen solltest? So komme ich zum Schluss. Du hörst das Klopfen des Herrn, sicherlich auch in dieser Stunde oder hast es auch schon heute Morgen vernommen. Du weißt, Jesus steht vor der Tür. Und die Frage ist, was willst du tun? Was soll ich tun mit Jesus? So lautete ja auch mal die Frage. Nun öffne ihm die Tür und du wirst dich der Nähe des Herrn erfreuen. Ob du nun ein Sünder oder von Gott abgefallener bist, wisse, der Herr Jesus meint es gut mit dir. Amen. Siehe, ich stehe vor der Tür. Der Buddha erwähnte, was sich innerhalb von einem Zeitraum von 30 bis 40 Jahren in Laodicea zugetragen hat, was für eine Veränderung da stattgefunden hat, 40 Jahre rum, und dann so ein Urteil aus dem Munde Gottes. Aber ich dachte so, es war ja nicht so, dass es nach 39 Jahren schon anders war oder noch anders war, sondern da war ja auch eine Entwicklung da, bis zu diesem Zeitpunkt, wo Gott hier solche Worte an die Gemeinde richten musste. Und dann habe ich mir so gedacht, wie hat es wohl nach 20 Jahren ausgesehen? Da müssen doch schon Tendenzen gewesen sein. Und die Frage ist jetzt so, wenn wir in unser Leben schauen, 10, 20, 30 Jahre, wie lang dienen wir Gott? Und der Bruder sagte auch, ja, wenn es doch so wäre wie am Anfang. Und Gott sei Dank, wenn es so ist. Aber ich dachte, wir können uns ja auch in einer anderen Hinsicht ändern. Wir können ja auch wachsen. Wir können doch wachsen. Und gerade Johannes, er schreibt ja von den Kindlein, von den jungen Männern und von den Vätern. Und wie brauchen wir doch die Väter in Christus und die Mütter in Christus? Und das wünschte ich so, weil es liegt ja an uns, wie wir gehört haben, in welche Richtung wir uns auch entwickeln. Ärgern wir uns am Wort, das wir hören, oder nehmen wir es an? Lehnen wir es ab oder demütigen wir uns unter das Wort? Und dann heißt es ja auch von Demas, er hatte auch einen guten Anfang, aber er hat die Welt lieb gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er Gott gedient hatte, aber dann ist er gegangen. Und Laodicea wird hier angemahnt von Gott selber. Wo stehst du? Wie sieht es bei dir aus? Und die Frage geht ja auch an uns. Wir betrachten heute nicht nur Laodicea, sondern wie sieht es bei uns aus? In welche Richtung haben wir uns entwickelt im Geistlichen? Gott hat alle Möglichkeiten geschenkt heute. Und ich dachte so, wir haben ja auch mehr oder weniger alle die gleichen Voraussetzungen. Alle hören das gleiche Wort. Und dann gibt es Menschen, die wachsen, die machen Fortschritte, die kommen weiter. Und du merkst nach ein paar Jahren, da ist etwas gewachsen. Und dann siehst du andere Menschen, oberflächlich geworden, lau. Und ganz gefährlich wird es dann, nicht nur, wenn wir blind sind, sondern wenn wir auch noch meinen, andere Blinde führen zu können. Blinde Blindenführer. Wie schrecklich. Wie stehen wir vor Gott? Brennt unser Herz für den Herrn?
Also wollen wir, wenn wir auch gleich beten, danken für sein Wort, danken, dass der Herr uns aufmerksam macht. Und ja, wir wollen uns auch selber prüfen, ob wir noch mit diesem gleichen Feuer dabei sind, wie es am Anfang war, und ob wir auch gewachsen sind, ob wir noch das Verlangen haben nach mehr, wo Gott uns wirklich führen kann. Ja, so wollen wir uns erheben und Gott danken für sein Wort. Vater im Himmel, auch ich bin dir von ganzem Herzen dankbar für dein Wort, das wir haben dürfen. Es ist das gleiche Wort, das du geredet hast, das heute noch gilt. Und es ist Wahrheit und es ist Amen. Und du bist es, der redet. Und darum stellen wir uns auch unter dein Wort und bitten dich auch, unsere Herzen zu erforschen. Du weißt, wie wir es meinen, du weißt, wie wir vor dir stehen. Und wir selber können uns so viel einbilden, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns wirklich diesen Blick geben möchtest, dass du uns klar machst, wie wir vor dir stehen, ob wir mehr brauchen, was wir brauchen, dass wir auch, wenn Mängel da sind, wir es auch in Ordnung bringen, dass wir vor dir wieder diesen Stand einnehmen, den wir vielleicht verloren haben. Herr, du siehst unsere Entwicklung in all den Jahren, wo wir dir dienen, wo wir vielleicht vorgeben zu dienen. Du weißt, wer sich ausstreckt nach dir, und du weißt, wer nachlässig geworden ist. Aber Herr, deine Liebe gilt einem jeden von uns, und dafür sind wir dir dankbar, dass du heute noch redest, dass du anklopfst, dass du ermahnst, und so bitten wir dich, Herr, wir wollen uns unter dein Wort stellen und auch dein Wort annehmen, Herr. Und so bitten wir dich, dass du auch weiterhin deine Leitung haben möchtest in diesen Tagen, dass du auch zu Seelen redest, die fern von dir sind, die dich verlassen haben, wo du wirklich draußen am Herzen stehst und klopfst, dass man deine Stimme hört, dein Klopfen hört und dir Einlass gewährt. Und so bitten wir dich, Herr, sei auch weiterhin unter uns. Amen.